Heute hatte Masahiro Sakurai in einer weiteren Super Smash Bros. Ultimate Präsentation ja den nächsten Kämpfer bzw. die nächste Kämpferin vorgestellt aus dem Fighters Pass Volume 2 und hierbei handelte es sich schon in einem spektakulären Armskampf um die Kämpferin und chinesische Kämpferin Min Min, denn diese hat die Einladung vor allen anderen weggeschnappt und ist somit ab dem 30. Juni ja, für Super Smash Bros. Ultimate bereit und ihr könnt bereits auf enter.de die tolle News lesen, die werde ich ja bereits in der Videobeschreibung nochmal hinzufügen. Ihr bekommt da auch richtig schöne Bilder zu sehen. Als Arena bekommt ihr das Spring Stadium vorgeführt, das ist ebenfalls ein Teil des Kämpferpakets Nummer 6. Es gibt 18 verschiedene Musikstücke aus ARMS und jeder, der ARMS gespielt hat, weiß, dass es wirklich richtig tolle Musikstücke gab. Aber neben Min Min wird es auch wieder Mii-Kämpfer geben, wie zum Beispiel zu Vault Boy. Das ist quasi ein Mii-Schützenkostüm. Und Vault Boy kennt man aus Fallout. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bereits schon die ersten Andeutungen, dass vielleicht bald Fallout 3 oder Fallout 4 für Nintendo Switch erscheinen wird. Ayoli als auch Limone aus der Splatoon-Reihe wird ebenfalls als Mii-Kostüm geben, als auch Heihachi aus der Tekken-Reihe. Und da waren natürlich die Fans wieder sehr enttäuscht, denn dass Heihachi es als Kämpfer ins Spiel schafft, ist somit wieder gesunken. Aber neben den Kämpfern und Kostümen wird es auch neue Funktionen im Geisterkatalog geben. Dazu hatte Masahiro Sakurai einige Sachen gezeigt. Und ihr könnt sogar ab Herbst neue Amiibo käuflich erwerben. So sollen den Joker als auch der Held aus Dragon Quest ab diesem Herbst zur Verfügung stehen. So, das war's jetzt heute mit den kurzen Hot News zum neuen Kämpfer zu Super Smash Bros. Ultimate. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar für Feedback. Ansonsten lest ihr die ausführlicheren News auf entau.de und schaut auf jeden Fall die ausführliche Präsentation von Nintendo bei Nintendo selber an. So, das war's von mir. Ich bin Dennis, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.